Jetzt nicht mehr. So, ich gehe kurz die Rebellen bei Nico Noch ein zerschlagen. Teil von mir immer Danke. noch, glaube ich, oder? Na, nee, die Ja, muss Plagen ich in ist dann irgendeine so. Provinz reinhocken. Von dir besetzt. Dann ist alles flockig. Wenn du es da von dir sind, die verliere. Armee geblackbackt. Einer Was? Zumindest, eine Armee von dir ist geblackbackt. 77.000 Österreicher stehen übrigens in Italien. Wollen sie. Wo steht es dran, ob sie geblackbackt sind oder nicht? Skadius bei Kärnten an Hindustan. Kärnten an Hindustan. Eine bei Götz. So, Heiko, stell ich mal in Hindustan in den Kärnten rein. Kärnten? Warum in Kärnten? 51%, nicht Heiko, Yannick meine ich. Von 28 auf 51. Ja. Guck mal, Granada. Die leben ja auch noch. Warum leben die denn? Weil sie mein Wasser sind. Lol. Oh. Warum? Weil ich. Europe. Einfach so. Gibt es dort im Andalusium? Nein, das ist Granada, das hat zu existieren. Es hat Nein. zu existieren. Ja, ja, Heiko. Ja. Heiko, gell, katholisch Granada, wir gell? Darum gleich. Katholisch Granada, wer hat's geschafft? Der Heiko. Die... Du bist halt auch noch stolz drauf, oder? Ja, natürlich. Ich wette mit dir, wenn du das versuchst, dass es passiert, kriegst du es nicht hin. So, wie weit machen wir das jetzt hier noch? Ja, ich denke mal Frieden noch so, gegen Österreich der Frieden hier ungefähr ist... Okay. Erstaunlich. Also noch ungefähr so könnte, 18 ja, Minuten, dann haben wir noch für den Part. 80.000 Österreicher belagen gerade Ferrara, lass dir mal das nicht erobern. So, ich bin mit voller Stärke jetzt in Europa. Meine ganze Armee ist jetzt hier anwesend. Ja. Was ziemlich gut wäre, wenn du Antwerpen an den Niederländern geben könntest. Für, warte. Weil Antwerpen was machst du eigentlich gerade so? Warte noch, bis ich da bin mit meiner Armee. Mein also, Land aufbauen eigentlich. Ist doch auch nicht schlecht, oder? Eigentlich auch mal nicht schlecht. Alter, von überall, wo ich angreife, krieg ich einfach Malus, ey. Was ist Scheiße. Ja, da, warte, bis ich mit meinen 10.000 da bin. Nee, Antwerpen ist doch nicht so wichtig wegen dem engen. Ja, ich sag Bescheid, wenn du da bist. Ja. Ah, endlich das mit voller Stärke spannend, in Europa, sagen wir mal so. Ich helfe euch mal mit meiner Flotte unten zu belagern. Hm. Ich hab immer noch volle Manpower. Voll geil. Ich bin 10.000 minus. Ja gut, 10.000 Manpower weniger. Na, 10.000 geht, ich bin, ich krieg 1.000. So, was soll ich noch? Kratz und das hier. Mach ich jeden Monat 1.000. Von einer halbwegs schöne Front. Oh no. So, dann auf jeden Fall. Ja, kann ich so nehmen, was ich einfach wieder besetzt hab. Also ich übergebe dir mal wieder ein paar Provinzen, gell? Danke. Hab mal wieder hier erobert oder so. Was ganz Neues. Kämpft man nur noch gegen Österreich. Also ich könnte jetzt meine Provinzen von Österreich holen und das Bündnis zu Skandinavien auflösen. Und jetzt mal sehen. Also immer noch, gell? 19%. Ich habe immer noch am meisten Kriegsbeteiligung. Böhmen. Böhmen sollte man schon freilassen, oder? Das wäre relativ wichtig. Wie ist denn das Böhmen? Das ist. Das zieht ist sich einmal von Ansbach, Bamberg, Eger, Oberland. Ist Eger nicht Goldprovinz? Ja. Ja, dann Moment, ist es gut, wenn wir Böhmen freilassen. Ich erinnere mich da an irgendeine Sache mit Eger. Da war irgendwas. Ja, da war irgendwas, gell? Ja, was ist nochmal die Goldprovinz von Ungarn? Das war hier. Sepps, oben. Sepps, ja. Sepps. Okay, die hole ich mir direkt als nächstes. Heiko? Ja. Wir können ja den Köln-Spieler fragen, was mit Eger ist. Oh, ich habe vergessen. Ich vergaß. Disziplin 5%, nice. Ach ja, Müsli, vielleicht wäre es ein Vorteil, dein Regierungsformat zur absoluten Monarchie zu ändern, wenn du kannst. Du bist Admin eh schon so weit zurück. Ist eigentlich Kaiserreich gut schon, gell? Ja. Ja. Ich bin Kaiserreich. Ich auch. Oh. Das ist schlecht. Ja, übrigens, das ist unser Meter mit der absoluten Monarchie. Was machen die Österreicher da oben? Nein! Pfui! Aus! Unerhört. Holen einfach die Ostmark zurück. Wie kann ich jetzt eigentlich mehr Unruhe bekommen? Flucht, maybe? Ah, Stackweb, okay. Meine Frage am Rande, wo sind die Österreicher so mit ihrer Armee hin? 70.000 Mann stehen oben in Posen, das ist bei Polen. Das ist ihre ganze Armee. Wir haben sie nicht. Die haben mich gerade, weil die nichts Besseres zu tun hatten, haben die mich gerade gestackwebt. Die kommen da aber jetzt von außen nicht durch.
Wir hatten vor diesem Krieg weniger Mann, muss ich euch gerade sagen. Ich habe nämlich vorhin, wie wir den Krieg begonnen haben, auf die Soldaten, alliierten Soldaten geguckt. Da hatten wir weniger. Jetzt haben wir mehr Soldaten. Vor allen Dingen habe ich gerade mal das von mir von Malaya, ich auch. Aufpassen, das sollte doch im Krieg nicht so sein. Weißt du, das liegt einfach daran, dass zum Beispiel ich habe alleine mal nochmal, glaube ich, nochmal eine Armee mehr jetzt rekrutiert ungefähr bis jetzt. Und ich denke, jedem geht es ja so, dass jeder Gruppen rekrutiert hat, wie blöd. Ich habe momentan noch zwei Armeen hinten rumstehen, die nichts tun. Rechte Militärzugang bei Ungarn, sonst kommen die Österreicher durch, sonst sitzen die oben fest. Rechte Militärzugang? Zu Ungarn brechen. Du hast bei dem Militärzugang. Bitte, Heiko, bitte befreit Köln. Da sitzen wir nicht. Können wir nicht, während unsere Feinde innerhalb ihrer Grenzen haben. Kann ich nicht machen. Dann rennt da noch irgendwo Österreicher rum. Wir können mal wieder auf 3 stellen, oder? Ja. Tut dir keinen Zwang. Weißt du, Heiko, inzwischen glaube ich gar nicht mehr, dass so viele Österreicher sind. Das sind wahrscheinlich irgendwie Söldner aus Norddeutschland, weil so viele Österreicher gibt's gar nicht. Ich bleibe auch hier rumstehen, nicht, dass er da noch irgendwie was. Ich habe Österreicher gefunden, ich greife jetzt an. Ich komm mit. Nein. Ich hab Österreicher gefunden, ich greif die jetzt an. Die Aktion vernichtet. Ja, wenn die Eger nicht mehr haben, dann sind sie schon mal ziemlich stark geschwächt. So was ähnliches haben sich die Ungarn am Fußballmatch auch gedacht. Sein gibt. Und für die. die Österreicher werden einfach so hart gerackt. Ja, das ist so schön. Verdammter Araber. Autsch, ich hab 120 Disziplin. 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 Ulm. Habe ich 120. Es fällt nur noch 4% Warscore, noch 3% Warscore. Meine Frage ist, soll ich nochmal eine Armee rekrutieren? Nee, wie erwähnt, es fehlen nur noch 3% Warscore. Heiko, ich will aber endlich, Geld. Ich will aber endlich über 200.000 Mann haben. Hat jemand über 200.000 Mann momentan? Nö. Ich habe 140.000 Mann. Ey, da sind noch 40.000 Österreicher, die mich jetzt angreifen. Ich werde von Österreich angegriffen. LOL, was haben die für eine Moral? Die haben sich gerade selber gestackwiped, indem sie mich angegriffen haben. Die sind da, glaube ich, abgehauen. Ohne Moral, weil die, glaube ich, im. Ich fühle mich als Österreich gerade leicht. Ihr könnt nun verwestlichen. Das sind 40.000 Österreicher, Leute. In Tirol. Warte mal, du bist noch nicht westlich, Heiko. Hä, wieso kann ich jetzt verwestlichen? Ach, weil. Ja, wahrscheinlich, weil du warst noch nicht weit genug hinterher. Ja, wieso kann ich jetzt. Aber ich bin immer noch nicht weit genug hinterher. Ah! Overextension hast, glaube ich, oder? Wahrscheinlich, weil ich Wien belage, oder? Reicht's, wenn ich die belage oder muss ich besitzen? Nein. Hey, wieso kann ich jetzt. Selbst ich bin fortschrittlich als Heiko. Ich finde das aber so genial. Arabien, Andalusien und Marokko haben in der Britannien Kolonien. Das ist so genial. Okay, wartet mal. Ja, ich muss mal. Hey, wieso würden die meinen Frieden noch nicht haben? Auf nach Wien! Auf nach Wien, erobert. Auf geht's nach Memminger! Memminger, will jemand vielleicht noch die Bauern? So viele Bauern in Österreicher töten? Das ist unrealistisch, es gibt nicht so viele Österreicher. Ihr habt inzwischen mehr Österreicher getötet, als es gibt. Das kann ich jetzt verwestlichen, es gibt keinen Grund, warum ich jetzt auf einmal. Ich würde mich echt mal interessieren, wie viele Leute jetzt gestorben sind in dem Krieg. Naja, das wäre eine Million vielleicht, weil du eine Verbindung zu den anderen hast jetzt momentan. Das ist so schön, mal zu wissen. Wie, weil ich was? Geil. Also mehrere. Ich meine, ich bin im Tech nicht hinterher und meine Nachbarn sind alle schon immer westlich irgendwie und keine Ahnung. Sogar ich bin westlich, mein Freund. Ich bin westlich. Ja, aber bei mir ist ja nicht so schlimm, wenn ich nicht westlich bin, weil mein Tech ist ja jetzt nicht so schlimm. Du bist durch mich westlich. Durch den großen Plan von Malaya sind alle. Ich meine, ich bin einfach immer noch grün. Bestimmt. Ohne mich. Ich kann von Portugal angreifen. Wenn du Wien hast, kannst du Payment verwechseln. Muss ich erstmal noch den harten Krieg gegen Timuriden. Nee, das machen dann ich, Arabien. Oder wir greifen zuerst Provinzstaat. Okay, einfach mal 2300 Dukaten. Ja, genau, den einen Provinzstaat, der einfach auch mal noch 5000 Rebellen hat. Was? Wenn wir Aragorn erreichen, kannst du jedem mal das Italien da etwas mehr holen. Stimmt. Und du kriegst Porto und wobei Partys. Wieso will der Brite bei mir Militärzugang? Ah, die Briten. Omlot? Omlot? Oh, ich sehe es. Oh nein. Omlot, was lohnt sich mehr, die Offensive oder Defensive denen? Defensiv haben 15% mehr Moral. Offensiv und Defensiv. Beides. Oh nein, ich fliehe nach oben in die Enklaven-Provinz. Ja, und was soll ich als erstes nehmen? Du bist jetzt groß, stark, nimm Offensiv. Ja. Du musst das ich verfolge meine Armee, ich finde die Armee gleich. Wieso nimmt Österreich den Frieden nicht an? Heiko Ulm, bitte. Weil ja, Ulm. Krieg am Kämpfen war, schon die Schlacht am Kämpfen war so.
Ja, aber gerade eine Militärtech 29. Nein, ich will jetzt sterben. Nehmen sie immer noch nicht an. Nein, die wollen mich. Diese schwanzfressenden Eselficker. Alter, es gibt Grenzen. Ja, wischt, Fuchs, die gibt's. Nein, sie kommen, Leute. Ah ja, wollt ihr mir noch alle Belagerungen geben, wenn ihr noch welche habt? Nein. Ist nicht wichtig, denke ich mal, aber okay. Aber wenn es Festung ist, auf jeden Fall. Die noch gar nicht als ey, der Österreicher will mich aus dem Krieg rauswerfen. Das will natürlich er hier mit allen, glaube ich, mittlerweile. Nein, mich nicht. Bis jetzt noch nicht. Da sind die Kamelreiter. Da kommen gerade die Kamelreiter. Geht weg. Ich hol mir jetzt übrigens noch da unten drei Provinzen, dass ich eine Landverbindung zu meinen Italien-Provinzen habe. Nein, es gibt eine Expansion. Nicht viel, also. Ich achte drauf. Goldene Horde, kriegt die das eigentlich hin gegen Pommern, oder? Ich schwör's euch bei Gott, Heiko, wenn jetzt eine Koalition dermaßen eine Koalition so hat. Ich krieg eine Koalition aus Österreich und Ungarn, aber die habe ich ja sowieso schon quasi gegen mich. Nee, du kriegst wahrscheinlich auch noch hier Magdeburg, yeah! England, Skandinavien. Nee, die können ja gar nicht die Koalition gegenüber mir beitreten. Die kriegen ja nicht mal. Wien gibt kaum aggressive Expansion. Du brauchst ja, 50, dass du. Ja, drei Provinzen noch. Und den Rest gebe ich. Verflucht, die Österreicher besetzen unsere Kolonien in Britannien. Ja, hey Heiko, was willst du jetzt eigentlich alles fordern von den Österreichern bei dem Krieg? Also, Krötz, Friaul und Treviso, dass ich eine Landverbindung zu Italien habe. Wien, dass sie verwestlichen kann. Mhm. Und dann lasse ich noch Böhmen frei und breche die Beziehungen zu Skandinavien ab. Das ist gut. Also ist Krieg vorbei, oder was sozusagen? Nee, die nehmen sie noch nicht an, warum auch immer. Wie viel Prozent brauchen wir? Ja, eigentlich 64. Ja, wir haben geringe Kriegsstatus. Ah, wahrscheinlich. Weiß nicht, ich kann auch. Alko, jeder von uns hat langsam geringe Kriegslos, also. Ja, ich weiß. Ja, aber Österreich hat noch geringere. Also ich könnte den Krieg jederzeit beenden, aber dann ist halt Böhmen nicht eigenständig. Ja, wie viele Provinzen sind das von Böhmen? Ja, das sind, ist halt eine Goldprovinz. Ne, es sind 1, 2, 3, 4, 5 Provinzen und eine davon ist eine Goldprovinz. Mal ganz ehrlich, Magdeburg wird langsam groß. Heiko, verzichte halt auf die Goldprovinz, das ist genug. Das ist ja nicht meins, es geht an die. Das geht ja nicht an mich, es geht ja nur weg von Österreich. So, ja, dann ignoriert, das ist doch egal. Wenn du sagen kannst, du deine Kanonen nach Ulm schicken, um. Ja, du kannst das ja wegmachen und dafür ein paar Brunnen zum Fleisch an Niederlande geben. Diese eine Provinz wird den Österreichern nicht schaden, die machen so viel Geld durch den Handel da oben bei den Niederlanden wahrscheinlich. Ja, dann musst du das ja wegmachen, also geben vielleicht Utrecht an Niederlande zurück. Utrecht an Niederlande, okay, wartet. Ich zieh mich zurück mit meinen Truppen. Plus. Ich komme mal mit Kanonen und dann haben wir Ulm gleich, das ist schon 49%. Und dann haben wir vielleicht auch Breda, wenn das auch noch geht, weil dann zurück. Hast du die Sachen da oben abgeschnitten. Irgendwas will der mir nicht. Wegen irgendwas will der mir ums Verrecken. Vielleicht Wien? Nee, Wien hätte er so angenommen. Alter, ich finde das traurig. Aber wir haben Ulm. Seltsam. Wien ist 12% Krieg schon für mich. Jetzt nochmal, ich mach den Frieden mal nochmal kurz von vorne, einfach nur. Also, Wien will ich, das nehmen sie noch an. Dann meine Provinz nach Italien rüber, das nehmen sie noch an. Dann Beziehungen zu Skandinavien abbrechen, das nehmen sie noch an. Und sollen die zu Frankreich auch gleich abbrechen, weil da haben sie jetzt ein Bündnis. Heiko, was hat Tunesien eigentlich? Sie haben Militärzugang, das ist egal. Achso, okay. So, das wollen sie noch annehmen. Jetzt würde ich dann noch Nationen freilassen, Böhmen, Rüsten. B. Das würden sie nicht mehr annehmen. Nein. Kannst du einfach mal mit Gold, also mach mal das raus und schau mal, wie viel Gold, einfach mach Gold rein, nur um zu sehen, wo ist die Grenze, bei wie viel Kriegsstand würden sie Nein sagen. Aber nicht verklicken, also ich könnte mir 1000 Gold holen, bei 46 würden sie immer nur Ja sagen. Und selbstverständlich. Also der Krieg ging einfach mal 13 Jahre, gell? Lol, ich kann mir einfach, ich kann mir, könnt mir halb Österreich holen, das würden sie eher annehmen. Also ich könnte mir Salzburg, Linz, Ostmark, Wien, Steiermark, Kärnten, Graz und keine Ahnung was alles. Ja, da bin ich einmal, hab ich Koalition gegen die ganze Welt. Ja, ist doch egal. Nee, lieber nicht. Lieber nicht, bitte nicht, bitte nicht. Mal wieder. Ja, aber ich hole mir jetzt zumindest so viel Provinz, wenn er mir die schon gibt, dass ich. Ja, okay, Ungarn, Österreich, Vatikan, Urbino, das kann ich verkraften. So. Ja. Dann Nationen freilassen. Böhmen will er ja aus Verrecken nicht machen, dann lassen wir das halt. Ich muss kurz weg, hat geklingelt. Ja, du kannst dafür an Niederlande was geben.
Niederlande, ja, ich kann. Ja, weil die sind was verbündet wollt ihr? Mit dem Reich, mit einigen Leuten. Utrecht, das wollen sie, die wollen keine Provinzen freilassen oder so, die wollen sie bloß mir abtreten. Ja, dann ist egal, dann mach mal den Frieden jetzt. Dann mach vielleicht noch War Reparations, also Kriegs. Warte mal. Die könntest du noch erniedrigen, wenn ihr das. Wenn das passt, ja. Weil kannst du nicht noch Tirol. Ah, warte, kann man Machtprojektion über 100 bekommen? Nee, Heiko, gell? Kannst du Tirol und Südtirol machen noch? Nation freilassen, meinst du? Nein, einfach erobern. Dann habe ich eine Koalition aus Österreich, Ungarn, Vatikan, Urbino, Trier, Brandenburg, Aragon, Montferrat, okay, und Österreich. Okay, schade, weil. Wobei, ich kann Südtirol noch holen. Ja, okay, dann. Und Tirol warum freilassen. Ich kann Südtirol holen und Ding freilassen. Ja, man, Tirol. Keine Ahnung, wer da Frieden geschlossen hat, ich nicht. Tunesien. Wurde das überhaupt gespielt? Ja, wird gespielt. Ja, komm, Mati, wo ist der? Der ist er war alleine. Ja. Lol, echt? Der hat im Krieg auch nichts gemacht. Warum macht er denn nicht? Warum ist er nicht hier? Der ist oben. Kannst du reine Provinz holen? Nein, oben das ist absolut im Maximum. Achso, der ist bei irgendwo. Wollen wir fürs Frieden machen? Jetzt kurz Pause machen? Oder? Nee, ich glaube, das passt so, oder? Ich kann keine Provinz, der nimmt es nicht an, wenn ich Provinz dann irgendwen anders abgebe. Ja, dann mach doch jetzt einfach nicht. Ja. Ja, gut, dann brechen wir halt noch Beziehungen zu Brandenburg und weiß Ungarn. Nicht. Brandenburg. Ungarn nicht, haben wir schon. Weil Ungarn ist einfach nur ein. Urbino, weil. Wobei Urbino ist schon fast so ein Tricks. Nur ein Dings, wie heißt Militärzugang, das ist egal. Nimm dann lieber dem monatlich. Hab ich schon. Ich hab den auch schon 1100. Beeil dich, weil da werden jetzt Venezianer, also deine. Die Provinz, die du dir holst, ja, dann mach man. Ja, was. Jetzt sag mir doch, bei wem ich die Beziehung abbrechen kann. Mach Ungarn. Ungarn hab ich schon. Mach mal noch. Hast du schon? Ja. Dann ist egal. Dann ist egal, dann mach so. Jetzt hat er so ein Macher. Ja, komm, hau mal noch, keine Ahnung, Brandenburg. Ja, scheiße. Ich kann 98% Frieden fordern. Jetzt mach! Danke. Bitte. Ja, und jetzt töte mal deine Rebellen da. Was mach? So. Lol, Wien hat es automatisch umbenannt. Das tut mir wirklich furchtbar leid. Wie wird's benannt? Vienna oder irgendwie sowas. Viagra. nee, die Viagrara oder so, wie heißt das? Viagrara. Viagrara, genau. Das ist wirklich ein Viagra in dem Spiel, ja. Also. Achso, ich muss Wien. Ich will Wien doch schnell koren, dass ich verfestigen kann. So, und ich greife jetzt noch die Timuriden an. Ah nee, die haben noch eine Waffe wohl mit mir. Was? Du darfst keinen Nationalismus haben, das heißt, du musst, glaube ich, 20 oder 25 Jahre die Provinz besetzen, ne? Also, oder 30 Jahre musst du dir gehören. Ja, dann ist das Spiel vorbei, Heiko. Nein, wir werden das Ding. Wir schauen die Zeit zurück. Also, da sind immer noch 18 Jahre Zeit und der kann ja dann sofort. So. Aber eigentlich haben wir doch jetzt mit Wien eigentlich, wir haben doch jetzt gewonnen. Wir können es mit jedem Land Europas aufnehmen. Das würde ich nicht behaupten. Naja, wen können wir endlich besiegen? Also wenn es demnach einen Krieg geben uns gibt, mit nur demnach einer Koalition oder so, haben wir schon ein Problem. Also von dem her. Ja. Vor allem, wisst ihr, was ich glaube, was noch ganz witzig wird gegen Großbritannien. Wird sicher noch ganz witzig. Und Skandinavien übrigens auch, weil die sind auch stark, ja. Ja, ich habe 120 Disziplinen, das wird ich schon. Ich kann es ewig, ich habe übrigens 4000 Dukaten. Interessant hat die größte im Moment. Mal davon abgesehen, dass diese ganzen Länder, die da irgendwo einigermaßen Kolonien haben, also Andalusien, Marokko und so, sollte man anfangen, Amerika zu erobern, gell? Dass ich als. Ich hatte Amerika! Zähle. Ich hatte es! Wir sollten einfach der USA helfen, Florida zu erobern. Bis Arabi mir das Bündnis gebrochen hat. Lol, Südtirol hat es in Trient umbenannt, gell? Lol. Aber nee, das wäre ganz cool, wenn ihr da mal anfangen würdet, vielleicht. Ja, ich habe meine Kolonialnation gerade die Unabhängigkeit entlassen. Welche denn? Nein, Südtirol ist nicht in Trient umbenannt. Doch, bei mir schon. Bei mir schon. Ja, nee, das war doch davor. Oh, Südtirol war woanders. Südtirol war da, wo jetzt. Warte, das ist. Nee, das Moment, ist Südtirol. Ach so, oh, sorry. Ich hab, ja, doch, hast recht, ja. Vergiss es, sorry. Ja, wie wär's eigentlich? Ja, nee, aber könnten wir das nicht schaffen da drüben?
Was? Nee, das... Amerika. Es ist aber auch ein bisschen unnötiger, aber es sind doch schon fast alle muslimische Gründe. Ach echt? Ja, guck mal auf... Ja, die USA ist zumindest muslimisch. Also... wir haben schon etwas... Erzähl das mal Trump, du. Du sagst, oh, wieder kleiner schau mal, die USA wurden gefressen gerade, also... Wir brauchen einen Krieg gegen Florida und Kanada. Ja, die USA ist im Arsch. Und Mexiko. Nee, ich meine Florida einfach, um das zurückzugeben, weil Kanada und Florida sind verbunden. Aber eigentlich schon krass, wie die Map aussieht von der Religion her, gell? Wenn die Hearts of Iron 4 spielen, ja. Auch im Multiplayer eigentlich? Ja. Mit mir zusammen? Da mach mit ich mit. Auch. Ja, ja, mach ich. Ja. Dann verlagern wir das über Deutschland in Zeit. Wir machen die große Achsmächte-Taktik. Heiko spielt Deutschland und lädt uns alle in seine Achse ein. Ja. Nein, Heiko spielt nicht Deutschland, nein. Nein, das wollt ihr nicht sehen. Ich muss mir das Spiel überhaupt erstmal noch irgendwann kaufen, gell? Heiko spielt die Sowjetunion und lädt uns alle in seine Kommune ein. Wisst ihr, was ich jetzt mache, Leute? Ich baue einfach den Nord-Ostsee-Kanal, ich spare jetzt da drauf. Wie viel kostet der? 10.000? Ich will auch filmen. 10.000? Ja. 20.000 oder so. Nee, der Nordsee-Kanal. Ja, mach ich auch mal schon. Was bringt der eigentlich? Der Nordostsee-Kanal? Ja, nee, ich muss Hohlstein dafür besitzen, ja. Yes. Das ist so... Das ist der unnötigste Kanal, den es gibt, meiner Meinung nach. Weil der Panama-Kanal, der bringt was. Der Suez-Kanal, der bringt was. Aber das... da müssen wir nicht ganz um diesen Zipfel rumfahren. Also in der Realität haben die ja durch einen 2 Tage Seefahrt gespart, ne, also... Ja, das ist wichtig. Stellt euch mal vor, ihr müsst heutzutage noch irgendwie 2 Tage durch die Gegend kutschieren. Ich glaube, ich hole mir jetzt tatsächlich noch Ideen und Tech einfach, sobald ich westlich bin. Wie sieht's eigentlich aus? Wollen wir dann jetzt mal beenden? Nein, nicht 22 Uhr, das geht doch, nicht. Doch, das steht da. So, ich muss es noch kurz... Das steht da, ja, ihr wisst das ja mal. Weil ich muss nämlich noch aufnehmen und ich muss noch duschen. Nationalismus und so, geringer als 1:7 und den Nationalismus von und dann. Du klickst da drauf und dann gehst du da, wo die Unruhe ist. Da steht das dann, wo 0 steht. Das Ausmaß an Unruhe, bla bla bla, Nationalismus dauert bis... Wie kann man jetzt sowas irgendwie verringern? Gar nicht. Heiko? Kann ich in Wien irgendwie ein Regierungsgebäude oder sowas hinbauen oder so? Sobald die Rebellen das einmal wieder belagert hat, musst du weitere 25 Jahre warten. Auch wenn das ein Jahr in einer fertig ist, weitere 25 Jahre. Das darf nicht eingenommen werden. Heiko? Ja. Wann kommt dann Hearts of Iron 4? Weiß ich noch nicht. Übermorgen. Also, du willst es einfach lernen, oder? Damit du nicht scheiße aussiehst. Ah, kann ich Amerika zeigen? Ja, es gab Leute, die haben sich beschwert, dass du nicht Amerika gezeigt hast. Was Vision Fuchs, was HUI angeht. Erstmal wird jetzt hier das hier fertig gemacht, ja. Dann. Wobei, das wird hier fertig gemacht. Wir wollen ja irgendwie den Spielstand meiner Meinung nach unnötigerweise verlängern. Nein. Irgendwann. Hey, wir haben noch Skandinavien, wir haben noch England. Ja, aber weißt du, es ist doch. Wenn wir es nicht geschafft haben, Europa bis zu zeigen, haben wir halt verloren. Ja, muss man mit dem. Ja, es geht ja darum, dass die Leute das auch sehen wollen. Ich weiß nicht, ob die Leute das wirklich sehen wollen. Wollen sie. Wollen sie. Ich bin der YouTuber, nicht du. Wenn ein Projekt bei uns auf dem Kanal nach 50 Parts noch fast 200 Aufrufe nach einem Tag hat... Ja, aber verlieren wir auch durchgehend eigentlich. Ja. Nein, momentan nicht. Dann werden wir jetzt mal sehen, wie sich es weiterentwickelt. Aber, was ich sagen wollte, wegen HUI. Ich muss mir das Spiel auch noch kaufen, das heißt, ich brauche dann auch mal noch ein bisschen Zeit. Also ich denke, irgendwann mal nach... Was? Willst du vorhin mal die Klappe? Ja, ist egal. Nein. Und wir brauchen dann noch, und dann brauche ich auch noch ein bisschen Zeit, also ich denke, irgendwann mal, wahrscheinlich nicht unbedingt in den Sommerferien, würde ich sagen. Ja, gut, also Hearts of Iron wird auf jeden Fall schon mal kommen, aber halt kein letztes Projekt, wie ihr es euch vorstellt. Ein Malaya hat mein Bündnis eingeworben. Ja, also, wie sieht's eigentlich aus? Ich baue gerade eben noch schnell ein paar. Ich meine, für HUI müssen wir eh mal gucken, wie wir das dann machen. Vielleicht, ob man dann einfach viele Länder besetzt oder ob man nur eine Seite. Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Wenn du viele Länder besetzt, schon weißt du wieder, wie es endet, so wie EU4-Projekt. Ja, die Leute miteinander, weil schon da halt zufälligweise Deutsche und der Russe und Amerikaner Best Friends sind, dann wird es unspaßig für alle. Achso, ja, stimmt, man muss ja nicht historisch spielen, das stimmt. Ja. Aber trotzdem finde ich es gar nicht mal so schlecht. Ich muss übrigens unbedingt mal diplomatische Beziehungen beenden, gell, weil ich habe 2 drüber seit 100 Jahren. Nee, aber ich würde sagen, wir könnten doch das eigentlich trotzdem schon machen, oder? Also das
Muss man halt die Leute, ach, wir haben noch eine Staatssee oder was? Ja, das können wir ja dann mal planen, aber ich denke, das wäre eigentlich eine coole Sache. Ja, dann müssen wir halt echt gucken, wie was mit wem und wo. Man kann ja machen, dass es halt so drei Parteien gibt und dass die sich halt... Ja, von Anfang an irgendwie so leichte Gruppen verschlingen, weil es werden sich Gruppen bilden, es werden sich welche bilden und lieber bilden wir die und zwar ein bisschen fairer. Ja, oder so, oder halt... Ich muss übrigens Bündnisse brechen, es tut mir wirklich leid, aber ich habe halt zu viel... Machen wir dann jetzt mal einen Cut, oder? Für heute. Gut. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet oder wir hoffen, dass ihr Spaß hattet, heute uns hier zuzuschauen wieder im Stream und natürlich auch die ganzen Videos wieder anzuschauen. War wirklich ein erfolgreicher Part, würde ich sagen. Ja, Heiko, was willst du noch sagen? Ja, also wir haben endlich Wien erobert. Darüber bin ich sehr glücklich. Das hat ja wirklich jetzt ewig gedauert. Ja, stimmt. Und ja, dann hoffe ich, dass der Part euch gefallen hat. Irgendjemand raus. Soll ich den noch bereit? Gut, dann speichere ich jetzt ab. Livestream Nummer, ich habe es mal genannt, Koop Nummer 12 ist das in dem Fall. Und ja, dann war es jetzt soweit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao, Leute. So, Stream läuft dann noch. Ja, ich wollte eigentlich aber den Kanal da oben. Ja, ich habe gespeichert und beendet und alles. Heiko? Das Stream läuft noch, ja. Jetzt weg. Gut, ciao. Also, ja, also es war jetzt aggressiver, als es jetzt sein soll. Ciao, gell? Okay? User disconnected from your channel. So, dann für die Leute im Stream. Ich habe euch Amerika gezeigt und warum... Ja, ich wollte sparen, aber für den Kanal, den man nicht braucht. Ja, ist vorbei und der Stream ist auch vorbei. Ich bin auch noch im Chat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.